Hallo zusammen und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Schaut mal da hinten, hinter der Brücke. Da läuft ein Ork rum. Und zwar sogar mehrere, und zwar auch ein orkischer Kriegsherr. Oh mein Gott. Da brauche ich auf jeden Fall eine Todeswelle. Oder glaube ich zumindest, oder würde ich gerne benutzen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall Mana, nämlich 153 habe ich jetzt. Das sollte reichen. Speichere ich gleich mal eine Runde. Sicher ist sicher. Und dann schauen wir doch mal, was die Orks hier so tun. Ich will lieber ein bisschen von der Brücke weglaufen. Weil ich befürchte, dass die Orks, wenn ich auf der Brücke bin, hier seitlich runterlaufen könnten. Okay, aber da unten scheint es keiner zu sein. Das heißt, es waren nur die drei. Gut. Sehr schön. So muss das. Schauen wir doch mal, was die dabei haben. Bisschen Gold. Ein paar Äxte. Oh, eine brutale Axt. Okay. Die schaue ich mir gleich mal an. Dann auch noch ein bisschen Gold. Und der orksche Kriegsherr hat einen Heiltrank. Gold und ein Ring der orkischen Kriegsherren. Der Ring ist rau und strahlt eine seltsame Kälte aus. Okay. Wo ist der? Den probiere ich mal aus. Ring der orkischen Kriegsherren. So. Du fühlst dich geschwächt. Mein Mana ist auf 208. So wie auch vorher. Lebensenergie 763. Ah, die Stärke. Schaut mal, Stärke 81. Stärke 61. Okay. Aber die Waffentalente gehen nicht hoch und der Schutz auch nicht. Okay, also bringt er irgendwie nicht so richtig was. Ist ein bisschen schade. Hätte ich ja witzig gefunden, dass man hier, oder dass ich hier mit einem, mit so einem Ork-Ring mich dann stärker machen könnte. Aber naja, gut, was soll's. Habe ich heute denn schon gebetet? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, ja. Das heißt, hier zu dem Schrein zu gehen, bringt mir gerade nicht allzu viel, aber das ist auch nur halb so wild. Denn erstens wollte ich hier eh nochmal rein, weil ich jetzt schon hier bin, weil es nämlich schneller geht, als von drin vom Teleporter rauszulaufen. Und zweitens gibt es hier nämlich eine Schlafgelegenheit. Und da unten müsste ein... Ja, da ist ein Troll, genau. Bloß komme ich mit dem jetzt halt natürlich nicht zurecht, solange ich kein Mana habe. Oh oh. Oh oh. Könntest du bitte... Danke. Das war jetzt nicht so schwer. Ich hoffe mal, der kommt hier nicht hoch, weil er es nicht kapiert, dass er außen rumlaufen muss. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann ich doch hier irgendwo schlafen. Wo war das denn hier drin? Genau, im Zelt. Das ist zu weit entfernt. Ja, dann geh halt einen Schritt näher ran. Ist doch nicht schlimm. Dann war ich jetzt mal bis mittags. Dann kann ich jetzt nämlich einmal das Massensterben machen. Und dann kann ich noch bis abends schlafen, weil ich nochmal kurz rüber zu den Feuerwaranen will. Dann habe ich wieder Mana. Dann... schauen wir mal. So, jetzt erstmal den Troll. Ist ja, dass er mich hier oben einfach nicht erwischt. So, sehr schön. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall den Wassermagiern den Ausgang wieder freigeräumt. Die da ja noch quasi wieder raus müssen. Irgendwann mal, theoretisch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hey, da hinten ist eine Höhle. War ich da schon drin? Ja, das ist schon ewig her. Vielleicht, ah nee, ich glaube, das ist die Höhle, wo die Golems drin warten auf mich. Genau, ich habe mich damals nicht getraut, weiter reinzugehen. Moment, was liegt hier? Ach so, eine Pfanne. Na gut. Dann will ich da erstmal jetzt... Ups, bis Mitternacht ist nicht so klug. Weil dann ist dunkel. Aber hey, gut, das macht ja nichts. Ich habe ja das hier. Das sollte reichen. Keine Sorge, ich will nicht allzu lange hier im Dunkeln rumlaufen. Ich will nur eine Kleinigkeit erledigen, die mir schon seit Ewigkeiten im Hinterkopf schwebt. Oder nicht schwebt, sondern umherschwirrt, um genau zu sein. Nämlich, gibt es hier hinten Feuerwarane? Ja, genau, da ist einer. Ich meine, es waren zwei. Wo ist der zweite?
Da sind die beiden. Ja, beide erwischt. Sehr gut. Da ist nichts. So, die haben jetzt leider nichts dabei, aber guck mal hier. Okay, ein paar Kräuter. Ich hatte ja gehofft auf Kronstöckel. Naja, was soll's. Dieses kleine Kleidzeug nehme ich auch. Ihr wisst ja, wie ich bin. Zur Not esse ich's halt. Feuernessel. Und Feuerwurzeln brauche ich, glaube ich, sogar für meine dauerhafte Mana-Steigerung. Gut. Soll ich mal einen Blick in die Höhle werfen? Ich meine, ich habe gerade noch 58 Mana. Das ist so viel wie zu Beginn der Folge. Naja, die Sache ist, die in der Höhle ist sowieso dunkel. Das heißt, ich muss da eh mit Licht rein. Jetzt habe ich gerade ein Licht. Ach nee, guck mal. Da brennt ein Feuer. Wie nett. Okay. Ah nee, genau. Ich glaube, hier links war ich. Ich fahre ja nochmal kurz rein. Vielleicht gibt es da neue Gegner. Habe ich die Truhe geöffnet? Ich hatte ja zwischendurch mal Dietrich im Mangel. Aber nee, die ist offen. Dann haben wir vielleicht hier hinten noch irgendwas. Hier ist auch nichts. Da ist eine verschlossene Truhe. Na, aber auch die habe ich geknackt. Gar kein Problem. Okay, Moment. Was liegt hier? Hier lag doch gerade irgendwas. Hä? Nicht? Okay, dann lag hier gerade nichts. Dann war das entweder eine Anzeige oder ein Wahrnehmungsfehler. Ah, ich tippe auf eine Mischung aus beidem. Genau, hier drüben. Hier war doch was. Da war ich noch nicht drin. Ja, genau. Das hier sind die Golems, die ich meinte. Ich traue mich da gerade nicht so richtig rein, weil ich mich halt immer noch nicht stark genug fühle. Ich mach mal Folgendes. Ich schlafe jetzt mal bis zum nächsten Morgen. Und dann speichere ich vor der Höhle. Und dann probiere ich das Ganze mal aus. Und schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, kann ich draußen nochmal um Mana beten. Dann habe ich mein Mana wieder aufgefüllt. Und wenn es nicht funktioniert, tja, dann bin ich tot und muss laden. Passiert. Hey, ich habe mein Licht noch. Wer sagt's denn? Gut. Das Massensterben in der Hand. Das ist eigentlich ganz schön fies, dass so ein einzelner Mensch so ein komplettes Massensterben kontrollieren kann. Das ist ja fast wie in echt. Wie so ein Order Diktator oder so, keine Ahnung. Aber ich bin ja der Gute, ne? Ich bin ja der Gute. Naja, gut. Nur, dass halt genau das alle von sich sagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich bin ja wirklich der Gute, von daher. Na, wie gesagt, das sagen alle von sich. Uah, mein Crawler. Moment, da brauche ich keinen Mana. Das kriege ich so hin. Das war ja einfach. Gibt's da noch mehr Minecrawler? Ich hoffe ja auf so eine Schatztruhe mit irgendwas Tollem drin. Na gut, erstmal Minecrawler. Und sonst ist hier aber nichts. War ich hier vielleicht schon sogar? Nee, hier war ich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier war. Aber die Golems, die machen mir Sorgen. Da ist noch einer. Und ein Minecrawler. Gut, wie gesagt, Minecrawler. Damit habe ich gar kein Problem. Okay, Wertsachen, Wertgegenstände. Und tatsächlich eine Schatztruhe. Und da ist ein Golem, der da rumliegt. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl. So ein richtig, richtig blödes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Links. Zweimal links. Zweimal rechts. Zweimal links und rechts. Ein Morgenstern. Ich nehme mal gleich mein Massensterben in die Hand. Ah, und da kommt er. Zu plündern. Und da kam er raus. Okay. Ich brauche also nochmal 150 Mana für die anderen. Mach ich mal so. Da reicht's knapp. Ne, 143 und jetzt 103.
53. Ja, aber das Fiese ist, die kommen erst, wenn ich... nah genug rangehe, wollte ich gerade sagen. Und da ist noch einer. Aber vor dem... Oh, vor dem kann ich wegrennen, oder? Das ist nur ein Einzelner. Ist hier noch einer? Nee, es war nur noch einer. Okay, alles gut, alles gut. Alles gut. Dem... Ja, genau. Dem renne ich jetzt einfach davon. Mit meinen 3 Mana. Ah, schön. 3 Mana, doch so viel. Gut, dann gehe ich mal hier eben kurz hoch. Schaue mich ein bisschen um. Ob ich hier noch nicht doch noch irgendwas übersehen habe. Nö, sieht gut aus, oder? Da unten war ich bei den Feuerwaranen. Was kam hinter den Feuerwaranen? Der Durchgang auf das Plateau über dem Weg, da war ich auch schon. Und ich glaube, hier unten war ich auch schon. Ja, da war so ein Schattenläufer, genau. Vor Ewigkeiten mal war hier ein Schattenläufer. Witzig, dass ich dann die ganzen Pflanzen hier nicht eingesammelt habe. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber was soll's, ich nehme sie mal mit. Kann ja nicht schaden, ne? So. Gut, hätten wir das erledigt. Ein Troll, 3 Golems. 1 Golem ist noch da. Weiß nicht, ob ich hier nochmal vorbeikomme. Keine Ahnung, aber ich dachte eigentlich, die Golems geben mehr Erfahrung. 180 ist dann doch ein bisschen wenig. Und nur für 180 Erfahrung habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich die Motivation, da nochmal hinzulaufen. Vielleicht, wenn ich mal in der Erweiterung bin und dann zu Fuß rausgehe oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So. Jetzt hätte ich aber erstmal... Lass mal überlegen. Brauche ich... Nee, das geht so, das geht so. Ich muss da jetzt nicht hin. Also ich muss jetzt nicht zurücklaufen. Da oben gibt es nochmal einen Schrein vor dem schwarzen Troll. Da kann ich dann meinen Mana auffüllen. Okay. Gut, ja, perfekt. Dann kann ich mir auch das sparen. Habe ich denn genug Gold? Ja, 6000 knapp. Das ist mehr als genug Gold, um 100 Gold zu spenden. Und danach habe ich dann 219 Mana. Ich muss noch zweimal Gold spenden. Juhu, dann habe ich 220 Mana. Und damit effektiv wieder 5 mehr. Wo war jetzt dieser Schrein? Ich glaube, ich musste da rechts rum. Und war da nicht auch noch eine Höhle? Da war auf jeden Fall noch eine Höhle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Höhle damals komplett durchsucht habe. Ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen Angst, wie bei den Golems. Ich werfe einen Blick rein in die Höhle. Keine Sorge, wir sind gleich da. Da drüben ist der schwarze Troll auf der anderen Seite von dem Wasser. Da geht eine Brücke drüber und da müsste dann gleich der schwarze Troll auf der rechten Seite sein. Das schaffe ich bestimmt noch in dieser Folge. Siehst du, genau, da hier ist ein Schrein. So, einmal beten für 100 Gold. Vielen Dank, Innos, vielen Dank. Gut, dann, wo ist diese Höhle? Die war irgendwo ein bisschen versteckt. Ich glaube hier so, oder? So ungefähr? Ja, nicht ganz. Da ist sie. Da ist sie. So, und auch hier gab es, soweit ich mich erinnere, eine Abzweigung. Genau. Einmal der Weg mit den Steinen. Ich höre Fleischwanzen. Na gut, ihr könnt mir nichts. Ach ja, guck mal. Genau, hier war ich schon. Hier war der Kampf mit dem Novizen. Oder mit dem Anwärter. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Anwärter war es. Ich glaube, das musste ich tun, um Novize zu werden. Und hier drüben waren irgendwelche Gegner, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Nein, richtig. Nicht Gegner, sondern hier Minecrawler-Netze an den Wänden. Deswegen habe ich mich nicht hereingetraut. Weil ich damals noch zu schwach war für die Minecrawler. So rum war's. Nicht, dass mir das heute in irgendeiner Weise mich beeindrucken würde. Ach, schau mal einer an. Ein Dunkelpilz und ein Heiltrank und ein Mana-Trank und noch ein Trank, den ich nicht gesehen habe. Sehr schön. Ein grobes Schwert und noch ein Dunkelpilz. Sehr gut. Pilze, Pilze, Pilze. Ich liebe Pilze. Da ist nichts. Also hier, um Mana zu steigern.
Und tap. Na? Komm schon. Feldknöterich. Oh. Moment, wenn es hier Feldknöterich gibt. Nichts zu holen. Gibt es hier vielleicht auch Grundstöckel, hä? Tatsächlich, ein Grundstöckel. Wow. Und noch ein Lederbeutel war da gerade. Und eine Steintafel. Sehr gut. Moment, aber die Steintafel, die schaue ich mir gleich an. Das will ich wissen. Lebensenergie, siehst du? Das lohnt sich. Da sage ich nicht nein. So, und jetzt haben wir noch 5 Minuten für den schwarzen Troll. Gut, dann nehme ich schon mal das Massenstern in die Hand. Ich habe das Schicksal von vielen in der Hand. Ja, gut. Von einem nur. Aber der ist so groß, der zählt bestimmt als viele, oder? So ein schwarzer Troll. Ich meine, hey, der ist ja riesig. Okay, wo muss ich jetzt hin? Naja, genau, hier rüber. Da, über die Brücke drüber. Und dann müsste der gleich rechts sein oder kommen. Ich weiß nicht, war hier gerade eine Pflanze? Nee. Ich sehe ja manchmal so im Untergras irgendwelche Muster, die so aussehen wie Pflanzen. Und da sie nicht automatisch anvisiert, wenn ich einen Zauber in der Hand habe, gucke ich dann lieber nochmal nach. Aber ich laufe halt hier... Ach, mal ein Suchender. Ich laufe halt hier nur ungern rum, ohne einen Fernkampf in der Hand. Genau aus dem Grund, weil ich dann die Gegner nicht so gut sehe. So, da hinten ist der schwarze Troll. Ich speichere erst. Das war blöd. Das war sehr blöd. Das sind natürlich die 4-3, Mann. Das ist ja jetzt nicht so schwer zu zählen, oder? So, die Frage ist natürlich, wie kriege ich den, ohne dass er mich kriegt? Ich kann einfach mal den hier machen. Ja, gut. Ah. Das sieht doch gut aus. Haha! Da scheint er mich auf jeden Fall nicht zu kriegen. Scheint, wohlgemerkt. Scheint. Okay, ja, ich gebe mal einen 100er Trank. Dafür ist er da. Das Ganze nochmal. Vielleicht kriegt es dann zweimal. Na. Mist. Muss ich jetzt echt nochmal? Wie viel Mana habe ich denn? 119. 19, nicht 119. So, die Frage ist natürlich, wie kriege ich den jetzt? Kriege ich den mit heiligem Geschoss? Mit einem Eisblock? Einfach mit dem Blitz? Keine Ahnung. Ich kann einfach mal weglaufen. Ah. Ups. Okay, da fehlt noch einiges. Nein! Sogar Mana fehlt mir. Das ist nicht gut. Aber ich wette, über diese schmale kommt der nicht drüber, oder? Ja, perfekt. So muss das sein. Okay, 11 Mana. Ach so. Hey Troll! Ich bin hier, um mich zu kitzeln. Und mit kitzeln meine ich natürlich töten. Fell eines schwarzen Trolls. Muhahaha. Und ich habe auch 4 Mana. Wow. Und da drüben ist ein Suchender. Jetzt ist die Frage, werde ich mit dem Suchenden fertig mit nur 4 Mana? Ist hier noch irgendwas? Ja, schau mal einer an. Noch ein Kronstöckel. Wie praktisch. Und ein Ring. Und eine Folteraxt. Hui. Das hat sich doch mal gelohnt. Hoffe ich jedenfalls. Schauen wir doch mal, was der Ring so kann. Ich habe hier Ring der Arcfin Kriegsend, den hatte ich schon. Ring der Steinhaut. Ja, okay, gut. Ist jetzt nicht so die Welt. Und dann hatte ich doch vorhin noch Waffen gefunden. Genau, ich habe jetzt die Folteraxt gefunden. Ich habe den Morgenstern gefunden, der ist mir so mehr. Und die brutale Ork-Axt, die ist ziemlich schlecht eigentlich. Okay. Gut, wie werde ich mit dem Suchen fertig? Dafür brauche ich Mana. Dafür hätte ich gern, wo ist es denn? 7, die 6. Heiliges Geschoss. Mana kosten 60, ich brauche 120 Mana. Ich habe 4.
Ja, ich war 100. Und das da. Und dann kann ich den Suchenden hier eben noch schnell umlegen. Der Troll bewegt sich noch. Oh mein Gott. Zack. Ein Suchender weniger. Okay. Und der Vollständigkeit halber rede ich jetzt mal noch schnell mit Grimbald. Der ist bestimmt ganz beeindruckt davon, wenn ich ihm sage, dass der schwarze Troll tot ist. Der schwarze Troll ist tot. Sag ich doch. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Ja, okay, sonst gibt's hier nichts Neues. Schade. Gut, hier drüben geht's dann noch weiter. Es gibt hier noch die beiden Menschen hier und dann weiter hinten. Hinter dem Steinkreis ist noch eine Höhle. Und da will ich jetzt beim nächsten Mal hin. Und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, irgendwo gibt's noch Kronstöckel. Ja, beim nächsten Mal dann. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal suche ich dann weiter nach Kronstöckel. Vielleicht brauche ich auch schon mal die ersten Tränke. Wobei, ich weiß ja nicht. Lohnt sich das schon? Keine Ahnung. Das sehen wir beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.